König Felipe VI. Und seine Frau Letizia waren bei frostigem Wetter in Berlin angereist. Im Park von Schloss Bellevue wurde das spanische Königspaar von Bundespräsident Joachim Gauck und seiner Lebensgefährtin Daniela Schad begrüßt. Königin Letizia strahlte souverän in die Kameras und trotzte in rotem Mantel dem eisigen Berliner Wind. Dann empfing Gauck den König mit militärischen Ehren. Es ist der erste offizielle Deutschlandbesuch von Felipe nach seiner Amtsübernahme im Juni. Es sei ein schönes Zeichen für die guten Beziehungen, betonte Gauck. Er hoffe, dass das Königspaar noch sehr oft nach Deutschland komme. Der Besuch ist Teil einer Serie von Antrittsbesuchen des spanischen Monarchen. Am Dienstag wird Felipe in Ostwestfalen erwartet.